Hi, Freunde. Ich melde mich vom Olympischen Parkplatz. Denn unsere alte Dame spielt heute wieder gegen Hannover 96. Wird bestimmt mal wieder eine richtig geile, packende Partie. Denn das Hinspiel war auch schon crazy gut, muss man sagen. Schauen wir, was wird. Hinspiel 2-2, Auswärtsblock von Hannover. War eine geile Experience, oder? Geil, ja, sehr geil. Was sagst du heute, junger Mann? Erstmal willkommen. Hallo Niklas, der Manager. Guten Tag. Ich sage 3-2 Hertha. 3-2 Hertha. Ich sage auch, heute wird ein dreckiger, unnötiger Sieg. Ich sage 1-0, ganz richtig. Ja, weil das bringt ja nichts mehr. Wir versauen ja dann nur Hannover, dass sie überhaupt noch Chancen haben. Stimmt. Vielleicht schaffen wir ja noch schön einen vierten Platz. Und dann sind wir richtig happy. Ja, an sich wäre vierter Platz sehr happy, glücklichstellend für mich. Weil schon eine positive, sehr positive Saison. Aber ich bin gespannt, wie die Jungs drauf sind. Ob die jetzt eher so sind, oh, noch 5 Spiele. Oder ob die so sind, so. 4. Oh, noch 4 Spiele. Elversberg, ah. Weißt du, so wie wir uns denken, ah. Dass die so im Kopf sind. Naja, wir sind halt nirgendwo mehr. Das bringt nur, wir spielen noch für die Ehre. Aber ist natürlich aber geiler. 10. Platz, ehrenvoll. Schließen wäre schon ein bisschen so. Arsch. Muss das sein? Nee, das stimmt. Zweistellig wäre katastrophal. Das wäre dann schon wieder richtig Arsch. Und wenn wir jetzt 4 Spiele nur so 2 Punkte holen, wäre ja natürlich das Resultat draus. Naja, schauen wir mal. Ich guck mal, wen ich alles hier noch so catchen kann heute. Die sagen bestimmt, der wird bestimmt der eine oder andere mal Hallo sagen. Heute mal wirklich gerade auf das Stadion zu. Wunderschönes Teil. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin. I love it. Hauhe, Hertha BSC. Heute auch ganz groß auf der Tafel, Freunde. Spendet Becher, rettet Leben. Also wenn ihr heute was euch reinscheppert, haut doch eure Becher da rein. Gute Aktion. Simon, Hadi, hallo. 10-0 heute. Ja? Ach so, stimmt, das ist immer dein Call an Spieltagen, ne? Ja, 10-0. Und dann irgendwann bin ich richtig und alle sagen, boah, was ist das für ein Tipp gewesen? Er will so unbedingt diesen knackigen 7-1-Reach. Digga, das ist einfach mein Patronus, so 7-1. Dein Patronus, Digga, wow, was für ein Wording. Was ist der beste Teil von allen? Der beste Teil von allen. Ich schenke dir einen Durstlöcher. Buch oder Film? Was die auch Buch. Der fünfte? Der Halbblutprinz? Nee. Der Orden des Phönix. Halbblutprinz, der sechste. Der sechste. Okay. Warum der Orden des Phönix? Weil Umbridge so eine unerschädliche Person ist und dann am Ende geklatscht wird. Fühlst du das auch, was er sagt? Wer ist Umbridge, Amener Köln? Ich kenne nur Dumbledore, Amener. Ich habe das Harry Potter-Knowledge gelacht. Ja, war schon stark, Alter. Und welcher Film ist dein Lieblingsfilm, wenn wir jetzt schon dabei sind? Der sechste. Der sechste ist besser. Der Halbblutprinz. Ja. Der ist super, weil... Was weißt du denn da? Ich habe zweimal gerade gesagt, Halbblutprinz. Sag noch schnell, warum? Der ist am besten, weil ich den Schauspieler von Professor Slughorn geil finde. Digga, wirklich, I dropped your knowledge. Geht's mir gut? Dir geht's gut. Okay, dir geht's gut. Geht's dir gut eigentlich? Mir geht's brilliant. Luis, jetzt dein Turn kommen. Was ist dein Tipp heute? Tough. Letzte Woche war spielerisch okay, bisschen unglücklich hinten raus. Er ist Analyst bei uns. Generell waren Luis die letzten Analyst. Wochen spielerisch besser. Deswegen würde ich sagen, wir gehen die Entwicklung weiter. 3-1. Ich sag tatsächlich klassisches Unentschieden heute wieder Spiel, weil gegen Hannover, ich sag 2-2. War super, wie immer. Dankeschön. Guck mal, was wird. Du bist der Einzige, der, ich glaube, seit 10 Vlogs einfach nur nicht härter getippt hat. Das ist unorthodox. Das passt nicht. Wir schneiden das raus, Markus. Okay. So, Friends, für mich geht's jetzt in die Kurve. Ich übergebe das Mic jetzt an Kollege Markus. Hey, Junge. Was geht ab? Hey, Junge. Die Kamera übergebe ich jetzt an Markus, der auch wieder fleißig am Ackern ist hier. Und sag mal erstmal euren Tipp, Männers. Ja, vielen Dank, Blechi. Herzlich willkommen hier im Olympiastadion. 2-2 mit ein bisschen Wohlwollen 2-1. Weiß ich nicht. Ich sag 0-0. Oh!
Pause steht 1-0 für Hertha. Einigermaßen verdient, kann man sagen, aber Hannover ist jetzt die letzten 10 Minuten nochmal ordentlich gekommen. Die ersten 10 Minuten gehen auch an Hannover. Und ich glaube, so in die Druckphase von denen haben wir das 1-0 gemacht und ja, haben den ordentlich den Wind aus dem Weg genommen. Du kannst dich beschweren, wenn es 1-1 steht. Hannover hat zweimal die Latte. Ab in Halbzeit 2. Richtig. Schon wieder klassisch das Ende. Klassisch Hertha. 90 Minuten gefühlt und dann verloren. Aber ich gönne mir ein Eis. Und das Eis schmeckt lecker. Es ist ein Cornetto-Eis. Und das habe ich hier bekommen. Dennis ist auch da. Hallo. 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 Ich gehe jetzt euch meine Lieblingsfreunde. Er ist Österreicher. Wie geht's dir heute? Ich bin Österreicher. Wenn ein Österreicher hört, wie ich spreche, dann die hassen mich. Die hassen eh die Liefen, weißt du. Sag mal, gib uns eine schnelle Spielanalyse. Was ist schiefgegangen heute? Naja, ich sag mal so, wenn es der Rangnick als Teamchef hätte sie vielleicht ein bisschen anders gehandhabt. Ich möchte mich da aber gar nicht taktisch irgendwie aus dem Fenster lehnen. Ich bin ein einfacher Fan. Von daher, die Saison ist gelaufen. Du hast eh gemerkt, für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. Und von daher ist so ein 1-1 folgerichtig und tut keinem weh. Es tut keinem weh. So. Ich habe eigentlich zu dir rübergeschaltet, Markus. Ja, da bin ich wieder. Und Benni hast du mir nicht besorgt. Ja, der war beschäftigt. Ich bin viel beschäftigter Mann. Alle wollten das. Okay. Das Ding ist, wir haben jetzt vielleicht nicht Benni Grund, aber wir haben Markus Hammer. Ja. Und Markus Hammer ist auch ein begnadeter Analyst und liebt die Analyse. Die Analyse. Genau. Deswegen erklär mal die Analyse von heute. Wir haben heute in 90 Minuten die komplette Saison von Hertha gesehen. Ja, ey, das habe ich heute auch gesagt. Guck mal, die Kamera sieht so aus, als ob die wirklich in die Luft gefilmt hat die ganze Zeit. Ja, es kann sein, aber ist ja auch nicht so schlimm, man hat eh nicht so viel gesehen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr alle eingeschaltet habt. Es war mal wieder ein grandioses Erlebnis. Hertha BSC, lasst Liebe da. Nächster Vlog Elversberg und da wird ein kleiner Special wahrscheinlich, ich mache den gemeinsam mit Hertha. Er wird auf dem Hertha-Kanal wiederkommen. Das ist so, ich habe ja gegen Stuttgart den einmal gemacht. Und diesen haben wir schon vor der Saison gesagt. Elversberg ist das Game, weil das ist der wir aufsteigen. Im Gegensatz, weil wir da aufsteigen werden. Nein, das war auch nicht von Anfang an, weil ich nicht gesagt habe, weil wir in Elversberg aufsteigen werden, sondern weil die Kabinen und so alt sind und so, weißt du. Also, das ist, wird wahrscheinlich einfach ein ganz anderes Experience sein als im Olympiastadion. Experience meine ich natürlich. So, in dem Sinne verabschiede ich mich. Bis morgen. Hau, ihr fette Beute. Bin ja auch ein Schäumelö.